Hallo, heute habe ich schon eine große Freude gehabt und die möchte ich gern mit euch teilen. Denn die Stare sind bei uns am Vogelhäuschen gewesen. Und seit kurzer Zeit sind die wieder zurückgekommen, obwohl bei uns ja noch Winter ist. Und warum ich mich so über Stare freuen kann, das erzähle ich euch jetzt. Denn vor anderthalb Jahren habe ich einem kleinen Star das Leben gerettet und ihn aufgezogen. Er hatte kaum Federn gehabt. Und es hat wunderbar geklappt. Ich habe ihn 4 Monate gehabt und dann ist er mir leider weggeflogen. Aber so konnte er noch in den Süden starten. Und deswegen freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich Stare sehe, weil ich immer denke, vielleicht ist da mein Frederik dabei. Damals habe ich ja noch nicht gewusst, dass es wirklich ein Starnkind ist. Da habe ich nur angenommen, es ist eine Amsel. Ich habe auch in der Infobox einen Link. Da seht ihr. Kommt ihr auf das Video und zwar seht ihr da den Babyvogel, wie er gefüttert wird. Da ist er gerade mal 2 Tage bei mir. Also das war ein Erlebnis, die 4 Monate mit dem Vogel. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Also nicht nur Meerschweinchen sind meine Leidenschaft, sondern ich kann mich auch über andere Tiere freuen. Vor allen Dingen, wenn man ihnen helfen kann. Und so freue ich mich genauso hier über die Stare, wenn die sich hier an meinem Vogelhäuschen laben. Und morgen hoffe ich, dass sie wieder um die gleiche Zeit kommen. Mal sehen, ob ich dann noch ein besseres Video machen kann. Denn die Qualität ist ja nicht so berauschend. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bis dahin sage ich dann Tschüss. Und übrigens, der Star ist dieses Jahr der Vogel des Jahres. Tschüss.